Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Reborn. Ich habe jetzt ein bisschen im Stream vor der Aufnahme gelevelt und FM ist jetzt auf Level 16, hat Flügelschlag erlernt und Morabel Level 16, das habt ihr ja bei der letzten Folge schon gesehen. Und damit sollte Fern jetzt kein Problem mehr sein mit Flügelschlag. Hoffe ich zumindest. Gucken wir mal, ob wir den finden. Wo war der nochmal? Ich finde, hier sieht alles ein bisschen gleich aus. Bisschen schwierig für die Leute mal zu finden. Aber es war irgendwo hier links, oder? War es nicht hier? Ja, da ist es. Ich speichere einmal ab. Aber jetzt aber. Danach müssen wir ein bisschen Story machen. Und dann geht es ab in den ersten Arena-Leiter. Und der erste Arena-Leiter ist auch komplett Elektro, das heißt, Morabel wird komplett rasieren. Mit Mudshot. Mit Lehmschuss. So, jetzt bin ich gespannt. Wing Attack. So nämlich. So muss das aussehen. Geil. Was kommt jetzt? Ja, da haben wir doch hier direkt den passenden Gegner. Skoppel, Aquaknarre sollte da auch weg sein. Es regnet, Stab. Also wenn der nicht weg ist, dann weiß ich auch nicht. Geil, wieder. So muss das nämlich aussehen. So schmeckt das. Und jetzt kommt hier wieder. Obwohl, nee, ist das. Scheiße, was kommt jetzt? Ich habe nicht geguckt. Kommt jetzt nochmal ein Pflanzen-Pokémon? Ja, ne? Es kam nochmal Pflanze. Nochmal ein Pflanzen-Pokémon. Ja, okay. Bautz, genau. Machen wir nochmal Wing Attack. Hälfte, perfekt. Och nö. Soll ich auswechseln oder auf Risiko? Scheiß drauf, Risiko. Nice. No risk, no fun, sag ich immer. So, easy. So, und jetzt müssen wir hier in diese Fabrik und da irgendwie ein bisschen Story spielen. Wenn ihr das Game selber spielen wollt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung runterladen. Ist komplett kostenlos. Hat 18 Orden oder so. Also geht richtig, richtig lang. Und hat alle Pokémon bis auf die 8. Generation. Wo jetzt lang, Beli? Wohin jetzt? Hier unten in die Fabrik? Ja, hier geht's rein. Runter in die kleine Fabrik. Perfekt. Also, wenn ihr das hier selber mal spielen wollt, ihr könnt euch das alles gerne durchlesen. Das ist alles auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es auch eine deutsche Version gibt. Aber wenn ich das jetzt hier alles durchlese, Leute, dann habt ihr eine ganze Folge nur, wo ich die Sachen hier lese. Das will ja auch niemand, ne? Deswegen, wir wollen ja hier ein bisschen Action. Und wir haben Bailey im Chat, der sich auskennt, damit man immer weiß, was er machen muss. Aber ich finde es schwierig, jetzt hier alles zu lesen und dann für euch auch noch zu übersetzen. Z-Attacken hat das Spiel auch krass. Okay, jetzt glaube ich mit dem zusammen rum. Geht's hier weiter? Nein, geht's hier hoch. Ah, guck mal, Doppelkämpfe. Doppelkämpfe, let's go. Da habe ich ja Bock drauf. Alter, ist aber viel zu quatschen. Also ist beim normalen Pokémon nicht so. Also es ist schon extrem viel zu quatschen. Der erste Doppelkampf. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Rock'n'Roller und Bone Sweet, Boon Sweet, Wing Attack auch hier auf das Pflanzenvieh. Oha. Der ist tot. Sehr schön. Dann machen wir hier Absorber, der ist nämlich aus Stein.
Okay, ein bisschen Leben zurück. Boah, mega Drain. Der müsste tot sein. Oha, der noch wenig. Na klar, nochmal Kopfnuss auf mich. Chillig. Oh, hört ihr die Musik? Das ist ja cool. Musik, richtiger Remix von aus der ersten Generation. Ist ja geil. Stolonio und Zubat. Ich finde, bisher ist die Variety an verschiedenen Pokémon sehr gut. Bei den normalen Pokémon-Spielen hast du ja so auf einer Route immer relativ gleiche Pokémon und relativ gleiche Gegner-Pokémon. Und hier hast du richtig viele verschiedene Pokémon auch als Gegner. Finde ich richtig gut. Weiß nicht, wie viel Absorber macht. Der ist aber Stein, Stahl. Oha, gar nichts. Wer macht das? Oha, krass. Eins. Muss ich hier vielleicht alle Dinger... ansprechen? Keine Ahnung. Ich denke mal schon, ne? Ja, genau. Also das Team Rocket hier hat auch keine... also gar keine schlechten Pokémon komplett, ne? Guck mal hier, Alola Kleinstein und ein Schallquap, also ist auch nicht so schlecht. Ich muss mir die Zahlen merken. Kannst du das machen, Baby? Kannst du dir bitte die Zahlen merken? Ich habe die ganze Zeit voll Panik, dass ich über Level 20 komme für den ersten Arena-Leiter. Aber muss er echt arschmega aufpassen, ne? Muss er richtig krass aufpassen. Das hemmt mich auch ein bisschen. Alola Slimer? Ist ja nicht irgendwie Psycho-Unlicht oder sowas? Oder Psycho-Gift oder Unlichtgift? Wieso, ne? Gift und Licht, genau. Eigentlich voll gut, weil... oh, falsches Pokémon. Eigentlich voll gut, weil Gift ist ja anfällig gegen Psycho. Wenn du dann Unlicht hast, ist er nicht mehr Psycho anfällig. Dann hat er eigentlich nur noch... Fee und Boden. Halt Schwäche. Ah, stimmt. Fee ist neutral gegen Gifter, nicht mal Fee. Nicht neutral, sondern sogar nicht sehr effektiv. Gift ist mal 2 auf Fee. Stimmt. Krass, gute Kombi eigentlich, Gift und Licht. Da hast du echt nur die Bodenschwäche.
war der Kampf auch noch. Und dann müssen wir jetzt alle zahlen. Das war, glaube ich, 7139 oder so. Dann Fluch und Komprimator, du hast einen Setup-Sweeper. Ja, ist so. Yorklef und Alola Ratzfratz. Auf jeden Fall viel Alola bei den Team Rocket. Daneben, perfekt. Und Quick Attack, ich bin tot. Also, die machen schon unnormal viel Schaden, ne? Dafür, dass ich 4 Level über dem bin, macht der mehr Half-Life. Das müsst ihr euch mal überlegen. So, Beli wollte die ganzen Zahlen sehen. Ne? Welche Zahlen brauchst du denn? Also, hier ist eine 1. Hier ist eine 7. Und hier war eine 9. Eine 9. Und hier ist eine 3. 7, 1, 3, 9. Hallo. 7, 1, 3, 9. Hallo, Tatja. 7, 1, 3, 9. 9, 3, 1, 7. 9, 3, 1, 7. Ne. Aber 1 und 3 war ja hier schon. Also so, 9, 7, 1, 3. Dann 7, 9, 1, 3. 9, 1, 3, 7. Okay. Nein. Auch nicht. Ah! Hallo Nobu. Das sind die Zahlen. 9137. Zeig dir nochmal. Wir haben hier eine 7. Hier war die 1. Hier war die 3. Und hier war die 9. 7, 1, 3, 9. Jetzt haben wir halt alle Kombinationen durch. Ach, wie sie auf dem Bildschirm platziert ist, habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, warte, dann kriegen wir es selber hin. Also die 7 ist anscheinend ganz rechts. In der Mitte eine 1. Am Anfang eine 3. 3, 9, 1, 7. 9 ist auch am Anfang. 9. 9, 3, 1, 7. 9, 3, 1, 7. Nee. Stray ist echt toll. Ich habe mir ein bisschen Gameplay angeguckt, ist nicht so meins. Komm, Billy. Also 7 war safe hinten. Game kaputt.
7. Da, 7 ist Nummer 3. 7 ist hier Nummer 3, bitte aufschreiben. Dritte Zahl 7. Zweite Zahl 1. 1, 7. X, 1, 7, X. 3, 1, 7, 9 ist es. 3, 1, 7, 9. 3, 1, 7, 9. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis, Leute. Ich sag es euch. Man kann aber schnell durchskippen, ey. Die wissen selber, dass sie ein bisschen übertrieben haben mit dem Geschreibsel. Guck mal, wie man hier durchrattern kann. Was war da am Ende? XX6. Merken. Dritte Zahl ist 6. Dritte Zahl ist 6. Dritte Zahl ist eine 6. Dritte Zahl ist eine 6. Wow, was ist das denn? Den Rechner habe ich noch nie gesehen. Das hat seine Form geändert in Stein oder was? Was sind das für komische Pokémon? Safe, Sonne, Mond. Was sind die einzigen? Und, oder Schwarz-Weiß. Die habe ich nicht gespielt. Aber die geben bestimmt richtig gute Erfahrung. Stachelspore, okay. Safe Belia Level 18. Der gibt doch 500.000. 200 nur? Geil, Level 18. Agility? Brauche ich Agility? Nee, ne? Was mache ich gegen den Stein? Absorber? Nee, gar nicht. Wechsel. Genau gegen dieses Pokémon. Ich weiß gar nicht, was der für eine... Was hat er denn für eine Typenkombination? Ich habe das Pokémon noch nie gesehen. Steinflug? Was ist das denn für eine crazy... Kombination, richtiges Aerodactyl. So besiegt. Also die dritte Zahl war eine 6, habt ihr euch hoffentlich gemerkt. Die erste Zahl ist eine 4. Erste Zahl ist eine 4, dritte eine 6. Bitte merken. 4x6x.4x6x, müssen wir uns merken. Am besten, wenn ihr das Spiel spielt, schreibt euch das irgendwo auf. Weil ich kann mir sowas auch nur ganz schlecht merken, aber ich habe ja den Chat zum Glück.
4x62. Ich meine, man könnte jetzt auch einfach die neuen Zahlen durchprobieren, egal. Aber wir wollen natürlich den Kampf hier machen. 4x62. Vier acht sechs zwei. Zack. Ich wechsle mal das Pokémon, oder? Ich habe voll Angst, dass FM gleich auf Level 20 kommt und dann kann ich das nicht mehr benutzen. Ich hoffe, dass das jetzt der letzte Kampf ist vor der Arena. Scheiße, sie sind beide Schwebe, ne? Sind die beide Schwebe, dann habe ich ein Problem. Die haben beide Schwebe. Kannst du wieder sein Level reduzieren? Ich weiß nicht, das fühle ich irgendwie nicht so ganz. Byte? Was ist Byte nochmal? Geduld, ne? Nö, brauche ich nicht. Ich glaube, wir sind durch. Und jetzt? Less talk, more walk. Das sagst du mir, der immer am Quatschen ist wie ein Irrer. Belia, wo muss ich hin? Oha, der Boss, Leute, den machen wir weg. Ein Doppelkampf gegen die Bosse. Esther und Eclipse. Jetzt bin ich gespannt. Rock? Geil. Zweimal Wuffels. Wuffels ist ja cool. Da habe ich die perfekte Attacke. Bitte nicht. Oha, Firefang hat aber ganz schön viel Schaden gemacht. Bam! Rüpel besiegt. Voll cool, dass hier Wuffels gibt. Level 19. Das ist aber ganz knapp vor 20 vom Arena-Leiter.
steht auch einfach mal ein Elektroball in Willi und. Ja. So, jetzt geht's ab in die Arena. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Keine Ahnung, was ich gedrückt habe, aber ich wollte einfach, dass er mich in Ruhe lässt. Billy, habe ich irgendwas Schlimmes gedrückt? Nee, ne? Alles gut. Jetzt ab in die Arena. So, da machen wir nämlich einen kleinen Trick, was ich mir nämlich auch geholt habe. Ist ein Unratytox, womit man Giftspitzen einsetzen kann. Das soll richtig gut sein gegen den Arenaleiter. Rein da. Ach nur, jetzt muss ich auch noch gegen die ganzen Trottel hier kämpfen. Ja, wird Skoppel auf jeden Fall Level 20 kommen. Oder? Aber ich will nicht gegen die kämpfen. Muss ich gegen die kämpfen? Hab ein bisschen Angst davor, so Level 20 zu kommen. Ich muss gegen die kämpfen. So ein Unglück. Na gut, dann ist das halt so, ne? Du darfst, Nobu, es gibt so einen kleinen Kniff hier. Bevor du den ersten Arenaleiter besiegt hast und den ersten Orden hast, gehorchen dir deine Pokémon ab Level 20 nicht mehr. Ja, nur bis Level 20. 20 geht, 21 geht nicht. Okay, das ist gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Also bis 20, dann habe ich ja noch, ich könnte sein, dass ich dann noch Level 20 bin zum Arena-Leiter, das wäre perfekt. Bin echt gespannt, ob wir machen. Meinst du, wir machen den First Try, den Arena-Leiter? Scheiße, hat der Schwebe. Ich wusste es. Okay, trotzdem tot. Glück gehabt. Level 20. Denke nicht. Alter, selbst mit Mudshot nicht. Und Level 20. Okay, let's go. Jetzt geht's rum. Ich bin gespannt. Komm schon. Ey, ich bin Level 20. Novo mag überleveln. Ja, das weiß ich. Du gehst ja auch mit Level 90 in Market rein. Captain Julia. Level 12. Also, was soll denn hier gefährlich sein? Quick Attack oder was? Ist doch nix. Mudshot back mit dem. Easy. Ich habe vergessen, dass ich ja hier die Giftspitzen habe.
Level 52 bei Margit. Ach, auch, reicht auch. Was ist das denn? Oricorio? Noch nie gehört. Was von den beiden macht Vergiftung zu 100%? Acid Spray oder Poison Gas? Was macht auf jeden Fall Vergiftung? Nice. Vergiftet. Das ist gut. Ich hab ein bisschen Angst. Hat der Flug? Der sieht aus wie ein Vogel. Soll ich über Wasser Aquaknarre machen? Flug Elektro. Siehst du, wusste ich. Wieso ist der schneller? Okay, weg mit dem. Hui, hui, hui. So, und jetzt wird der direkt vergiftet, oder? Geil, Elektroball vergiftet. Und Mudshot in sein Face. Guten Hunger am Rallye. Speed Fell, perfekt. Falls du auswechselst, als ob der trotzdem noch schneller ist. Also Elektroball ist sehr schnell, aber als ob der schneller ist mit einem 50% Down. Level 21. Volt Orb, ich bin ja wohl schneller als ein Volt Orb. Also wenn ich nicht schneller als ein Voltoball bin, dann kann ich auch direkt aufhören. Er ist schneller als ich. Ach, wegen Rückenwind. Habe ich einen Beleber? Ich habe safe keinen Beleber, oder? Der hat noch zwei Pokémon. Ey, Rückenwind tut ja echt weh, ne? Okay, Neustart. Wie mache ich hier? Steuerung R vielleicht? Alt R? Machen wir Neustart. Zum Austauschen und Heilen. Ne. Rückenwind hat mich komplett zerstört, ey.
Du hast richtig getippt. Weiß ich nicht, ob das gut ist. So, Giftspitzen liegen. Aber dieses Flugding, das wird mich sowieso wrecken. Da hatte ich auch gerade voll Glück mit unserer Tytox. Oricorio. Wieso ist er nicht vergiftet? Wieso ist er nicht vergiftet? Wieso ist er nicht vergiftet? Wegen Fluch? Ah. Okay, verstehe. Egal, trotzdem weg mit dem. Da fehlt mir ein bisschen Schaden. Wie lange hält Rückenwind eigentlich? Für immer? Ah, hat aufgehört. Hat aufgehört. 5 Runden. Gut, dann kann es sein, dass ich jetzt schneller bin. Bitte sag, ich bin schneller als ein Voltoball. Bitte. Ich bin ja wohl schneller als ein Voltoball. Geht doch. Nicht getroffen! Auch nicht getroffen! Oh mein Gott. Das war ultra Unglück und Glück zugleich. Geodude? Ja, ich bin safe schnell. Schneller als ein Geodude. Und Matschat trifft auch. Zack. Plusle ist auch nicht schneller. Niemals ist er schneller. Niemals ist er schneller. Quick Attack. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hui. Bam. 3 Pokémon noch fangen und heilen. Den mach ich weg. Easy. Easy. Ich dachte, das wäre schwer, Billy. Ich dachte, das Game wäre schwer, Billy. Wart mal ab. Also der erste Ort, das war ja gar nichts. Das war ja... ein Klacks für mich, Billy. Ein Klacks war das. Second Try. Das war die erste Leiterin, ja. Was ist der zweite Leiter für ein Typ? Was wollte ich mir für ein Pokémon besorgen für den zweiten? In 10 Minuten weint er. Ich glaube auch. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, eigentlich. Ist auch gut, ne? Pflanze, perfekt. Da haben wir doch den Belia am Start. Mit Flug. Ist zwar einfach sonst. Nobu-Schnauze. Ist ein Willi. Hat der eigentlich eine Doppelschwäche, Willi? Was? Happiness? Brauche ich nicht. Meine Pokémon sind alle sehr glücklich. No? Was willst du? Ah, da können die glücklicher gemacht werden. Verstehe.
Ey! Sei doch nicht so. Was kann man hier machen? Bye. Oh! Das ist ja cool. Das ist ja cool. Fühle ich. Hast du gar keine Chance? Ja, dann sag doch mal ein cooles Pokémon, was ich mir hier jetzt holen sollte dafür. Ich wechsle mal das Pokémon. Alter, was ist das denn hier? LGBTQ oder was? Ach du Kacke. Was ist das denn hier? Common Candy, Experience Candy, Rare Candy kann man hier kaufen. Okay, ich glaube, hier geht jetzt die Story weiter, ne? Dann würde ich sagen, Leute, war es das für die dritte Folge schon? Ersten Arena-Leiter geschafft, war easy. Easy. Game ist doch nicht so schwer. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, Like auf das Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein.